hallo, willkommen auf meinem Kanal. Und zwar hat es jetzt wieder ein neues aktuelles Update von Pokémon Go gegeben. Und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr dieses installieren könnt, wenn euer Gerät nicht kompatibel sein sollte. Ihr könnt diese Anleitung auch für alle weiteren Updates nehmen. Ist euer Gerät kompatibel, könnt ihr das auch auf diese Art und Weise machen. Das bleibt euch überlassen. Ich zeige euch, wie gesagt, den Weg, dass ihr das Ganze nicht aus dem Play Store installiert. Und zwar geht ihr dazu erst einmal in das Menü, und zwar in das Sicherheitsmenü eures Handys. Macht über Optionen und Sicherheit. Und dann müsst ihr hier bei unbekannte Quellen den Haken setzen. Ihr bestätigt das noch und nun habt ihr die Möglichkeit, das Ganze aus dem Internet zu installieren. Ich habe auch bei Google schon mal die dementsprechenden Suchbegriffe hier eingegeben. Und das ist jetzt für das aktuelle Update. Und dann öffne ich hier einmal die Seite. Das ist hier eine sichere Quelle. Zumindest war sie das bisher immer. Ich habe auch andere Updates installiert darüber. Wie gesagt, ich übernehme aber keine Gewähr dafür. Und dann braucht ihr das Ganze hier nur runterzuladen. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. So, der Download ist nun abgeschlossen. Nun installiere ich das Ganze. Dazu gehe ich hier auf die runtergeladene Datei und öffne diese. Ihr braucht auch keine Angst haben. Eure alten Spielstände werden nicht überschrieben. Ihr installiert das Ganze jetzt. Das dauert wieder ein Weilchen. Ja, und nun wurde die App hier installiert. Oder das Update vielmehr. Jetzt können wir das Ganze mit OK bestätigen. Hier rausgehen. Und dann können wir ganz normal Pokémon Go öffnen und spielen. Ja, das war das Ganze. So funktioniert das. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Euer Mac Peverick.